Geht's schon los? Ich komme gleich. Ja! Guten Abend! Hey! Vielen Dank! Dankeschön! Dankeschön! Ja, Freunde, hier. Guten Abend und herzlich willkommen hier im Bartonia Forum in Köln im Thunderdome. Herzlich willkommen zu 2x45 Minuten Bildungsfernsehen im WDR. Mein Name ist Vince Ebert und es stimmt tatsächlich, ich bin wirklich diplomierter Physiker. Ich habe vor über 15 Jahren mein Studium als Diplomphysiker abgeschlossen. Also man kann sagen, ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Das heißt, ich versuche den Menschen Wissenschaft, Naturwissenschaft, Technologie auf eine etwas andere Art und Weise zu vermitteln. Und das ist bitter nötig, denn das naturwissenschaftliche Grundwissen in Deutschland ist katastrophal. 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. An der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Gut, einige lachen jetzt, denken sich, 34%, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre ja mehr als die Hälfte. Ja. Und das zeigt auch, in den gebildeten Schichten herrscht Nachholbedarf. Kann mich erinnern, bei der letzten Bundestagswahl haben ganz viele Spitzenpolitiker von einem Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik gesprochen. Klingt immer sehr großartig. Ein Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Physikalisch gesehen ist ein Quantensprung definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung, meist von einem hohen auf ein niedriges Niveau. Das ist ein Quantensprung. Gut, ich sag mal, eine hohe Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht immer nur schlecht. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben sie dafür praktisch keinen Berufsverkehr. Ja, ich sehe, Sie haben Humor. Das heißt, wir werden uns, denke ich, einen netten Abend machen. Das Programm trägt den Titel Freiheit ist alles, ein großes Thema. Ich möchte zusammen mit Ihnen heute eine kleine Reise durch die Welt der Freiheit unternehmen und Fragen klären, was genau bedeutet überhaupt Freiheit, in welchen Bereichen sind wir frei und in welchen unfrei. Ja, ich meine, die Sehnsucht nach Freiheit ist ja schon auch eine klassisch männliche Eigenschaft. Ja, ich zum Beispiel war ja auch sehr lange sehr frei, bin mittlerweile gebunden. Ich sage es jetzt nur, damit sich die Frauen im Publikum keine großen Hoffnungen machen. Und zwar lebe ich mit zwei Katzen zusammen. Zwei Weibchen, die leben seit 5 Jahren in meiner Wohnung und dulden mich da mehr oder weniger. Aber es ist okay, wir Männer wollen frei sein, aber im Grunde wissen wir nicht, wozu. Aus zig Studien, aus zig Umfragen ist bekannt, Männer, die frei und ungebunden sind, verwahrlosen. Klassisches Beispiel, David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Seit der 2006 geschieden, damit endlich frei war, ist er jeden Abend voll wie ein Eimer. Ganz traurige Geschichte. Der hat die Freiheit gesucht und die Sucht gefunden. Rein physikalisch folgen Männer nach der Scheidung dem sogenannten Zerfallsgesetz. Ist das bekannt? Nee? Die körperliche Verfassung K ist proportional zu E hoch minus Lambda T. Das sieht in der Skizze folgendermaßen aus. Das hier ist der Zeitpunkt der Scheidung und ab dann geht es exponentiell abwärts. Ja? Lambda ist hierbei die sogenannte Zerfallskonstante und die ist stoffabhängig. Je härter der Stoff ist, den der Typ zu sich nimmt, umso schneller der Zerfall. Ja. Aber wir Männer wollen immer diesen Duft der Freiheit um die Nase wehen haben. Born to be wild. Deswegen verkaufen sich auch diese Harley-Davidson so gut. Weil sie einem kleinen, unbedeutenden Sachbearbeiter die Möglichkeit geben, in einer schwarzen Lederkutte durch Käfer zu rasen und die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und für dieses Freiheitsgefühl sind Harley-Davidson-Kunden so dankbar, dass sie sich sogar das Firmenlogo auf den Bizeps tätowieren lassen. Aber ich habe am Strand noch nie einen Typen gesehen mit
Opel Corsa. Oder knapp über der Badehose, Mini. Freiheit ist ein riesengroßer Mythos. Deswegen sind ja auch Filme über Freiheitskämpfer immer genau dann zu Ende, wenn die Freiheit erkämpft worden ist. Weil danach nichts mehr zu tun ist. Keiner will sehen, wenn Robin Hood leicht angefettet auf der Couch sitzt und einmal im Jahr auf der Dorfkirchweih einen auf Schützenkönig macht. Andere Filme lösen das Problem, indem sie den Freiheitskämpfer kurz nach dem Showdown einfach sterben lassen. Mel Gibson in Braveheart oder Leonardo DiCaprio in Titanic. Super Film, der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist. Für mich als Physiker, für mich als Wissenschaftler ist ja Freiheit ein ganz, ganz elementarer Begriff. Denn in der Wissenschaft geht es vor allem darum, frei und offen für neue Erkenntnisse zu sein. Wissenschaftliches Denken ist ja banal gesagt nichts anderes als eine Methode zur Überprüfung von Vermutungen. Wenn ich zum Beispiel vermute, im Kühlschrank könnte noch Bier sein und ich gucke nach, dann betreibe ich im Prinzip schon eine Vorform von Wissenschaft. Großer Unterschied zur Theologie. In der Theologie werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Also wenn ich zum Beispiel nur sage, im Kühlschrank ist Bier, bin ich Theologe. Wenn ich nachgucke, bin ich Wissenschaftler. Wenn ich nachgucke, nichts finde und trotzdem behaupte, es ist Bier drin, dann bin ich Esoteriker. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was mache ich, wenn dieser Kühlschrank abgeschlossen ist? Dann muss ich versuchen, die Wahrheit anderweitig herauszufinden. Ich kann dran rütteln, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn mit Röntgenstrahlen durchleuchten. Ich kann das Ding sogar abfackeln oder nachgucken, ob die Verbrennungsprodukte irgendeine Reste von Bier enthalten. Ja? Das ist natürlich extrem langwierig und aufwendig. Deswegen kann ein Esoteriker in 5 Minuten auch mehr Unsinn behaupten, als ein Wissenschaftler in seinem ganzen Leben widerlegen kann. Aber selbst wenn ich alle möglichen Experimente durchgeführt habe, habe ich nie die volle Gewissheit, ob in diesem blöden Kühlschrank tatsächlich Bier ist. Ein Restzweifel bleibt immer, weil ich mit jedem Experiment immer nur einen kleinen Teil von der Wirklichkeit sehen kann. Ja, kleines Beispiel, ein Biologe nimmt eine Fliege, klatscht in die Hände und die Fliege fliegt weg. Dann nimmt er eine zweite Fliege, reißt ihr die Flügel aus, klatscht wieder in die Hände und erkennt, die Fliege wurde durch das Ausreißen der Flügel taub. Ja, so. So funktioniert Wissenschaft. Jedes Experiment kann immer auch neue Erkenntnisse bringen. Das ist im normalen Leben genauso. Der Bauer geht jeden Morgen zum Füttern in den Gänsestall und die Gänse denken sich, Mensch, der Bauer, super Typ. Kurz vor Weihnachten allerdings wird den Gänsen schlagartig klar, irgendwas an unserer Theorie ist faul. Im Fachjargon nennt man so etwas Falsifizierbarkeit. Jede Theorie gilt nur so lange als richtig, bis sie durch eine andere, durch eine bessere ersetzt wird. Und dadurch irren wir uns quasi nach oben. Ja, Wissenschaft. In der Wissenschaft ist Freiheit der vielleicht wichtigste Begriff überhaupt. Weil Freiheit in allen Größenordnungen, in allen Dimensionen vorkommt. Wir zum Beispiel sind alle der festen Überzeugung, dass wir freidenkende Wesen sind. Aber ist das wirklich so? Wie frei sind wir denn wirklich in dem, was wir tun, wie wir handeln, wie wir entscheiden? Und über dieses große Thema freier Wille, da haben sich zum ersten Mal die Philosophen Gedanken gemacht. Ja, Jean-Paul Sartre zum Beispiel hat gesagt, der Mensch ist dazu verdammt, frei zu sein. Im Gegensatz zum Parkplatz. Schopenhauer dagegen hat gesagt, das ist Quatsch, der Mensch kann wohl tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und das entspricht so ziemlich genau dem aktuellen Stand der Hirnforschung. Gibt es einen sehr schönen Witz, treffen sich 2 Neurobiologen, fragt der eine, möchtest du Tee oder Kaffee? Sagt der andere, du, ich glaube nicht an den freien Willen, ich warte einfach mal ab und gucke, was mein Gehirn so bestellt. Ja, ja, in der Neurobiologie der absolute Kracher, sage ich Ihnen. Ja? Aber der Mensch ist eben keine rationale Maschine. Manches können wir besser, anderes schlechter. Einen guten Freund aus 60 Metern von hinten zu erkennen, das fällt uns leicht. Ein Computer, der kann das nicht. Der hat keinen guten Freund. Dafür kann der blitzschnell 283 mit 71 multiplizieren.
Ein Mensch, der das kann, hat meistens auch keinen guten Freund. Trotzdem ist natürlich die Illusion, einen freien Willen zu besitzen, für unser Zusammenleben immens wichtig. Ja? Meine Ex-Freundin, die Gudrun zum Beispiel, die glaubt fest daran, dass man sein Leben eigenständig und frei verändern kann und lügt sich dabei in die eigene Tasche. Da setzt sie sich mit einer Riesenschüssel voll Guacamole vor den Fernseher und sagt dann, ja, das ist zwar Fett, aber es ist diese gute Fettart. Hm? Blödsinn, das einzig gute Fett ist der Hintern von Jennifer Lopez. Ja? An der Stelle vielleicht ein kleines optisches Beispiel. So. Was sehen Sie hier? Viele Männer sagen, oh, knackiger Frauenkörper. Viele Frauen sagen, Blödsinn, ein beleidigtes Elefantenpaar. Das zeigt schon, bei so banalen Dingen wie der optischen Wahrnehmung sind wir offenbar alle ziemlich unfrei. Wir sehen immer genau das, was wir sehen wollen und passen dann der Realität unserer eigenen Wirklichkeit an. Genauso funktioniert es im Alltag oder zum Beispiel auch in der freien Presse. Wir lesen am liebsten die Meldungen, die das eigene Weltbild bestätigen. Und das ist zum Beispiel in Deutschland dieses Bild, dass alles immer schlimmer wird. Klimakatastrophen, Terroranschläge, Amokläufe, Dioxinskandale, davon können wir Deutschen gar nicht genug bekommen. Und wenn morgen die Welt tatsächlich untergehen sollte, schreibt die Süddeutsche noch, Bayern trifft es am härtesten. Kennen Sie das Spencersche Gesetz? Nee? Ziemlich interessant, kennt kein Mensch. Vor 100 Jahren hat der Soziologe Herbert Spencer untersucht, welche Themen in den Medien besonders hysterisch und aufgeregt behandelt werden und welche Relevanz sie nach Expertenmeinung tatsächlich denn haben. Und da kam heraus, Sie können sich vielleicht denken, die mediale Aufmerksamkeit ist indirekt proportional zur tatsächlichen Dringlichkeit. Oder anders gesagt, je hysterischer, umso unwichtiger. Ja? Die Gudrun zum Beispiel ist jetzt so ein totaler Öko- und Nachhaltigkeitsfreak, weil das total in der Presse ist. Die hat sich jetzt sogar einen Öko-Vibrator gekauft, der mit Windenergie gespeist wird. Da bekommt der Begriff Blowjob eine vollkommen neue Bedeutung. Ja. Vor ein paar Jahren zum Beispiel dieses Thema aussterbende Eisbären. Können Sie sich noch erinnern? Da wurden wir monatelang mit Bildern von depressiven Eisbären bombardiert, die auf kleinen Eisschollen einsam und allein in die Abendsonne trieben. Dabei hat sich in den letzten 50 Jahren der Eisbärenbestand in der Arktis fast verfünffacht. Im Gegensatz zum Braunbärenbestand in Deutschland. Der lag 2006 bei exakt einem Exemplar. Bruno hieß das Viech. Ja? Ein mickriger Bär in Bayern und trotzdem hat der Stoiber damals gesagt, der Bär muss abgeschossen werden, weil er Schaden anrichtet. Was ist denn das für ein Argument? Nach der Theorie müsste man das gesamte bayerische Kabinett an die Wand stellen. Also. Der Grund für diese Irrationalität liegt hier oben. In unserem Gehirn ist nämlich unsere Gefühlszentrale, das sogenannte limbische System, wesentlich mächtiger als der Sitz der Großhirnrinde, der Sitz des Verstandes. Das macht evolutionsbiologisch auf jeden Fall Sinn. Wenn zum Beispiel in der Steinzeit so ein Säbelzahntiger in die Höhe gekommen ist, war es relativ unklug, erstmal darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht der Nachbar ist, der von einem lustigen Kostümball kommt. Ja? Und diese Verhaltensweisen können wir ganz schlecht abschütteln. Denn 99% unserer gesamten Entwicklungsgeschichte sind wir in kleinen Nomadenverbänden durch die Gegend gezogen, in denen vollkommen andere Gesetze galten. Ein lebenslanger, primitiver Campingurlaub. Also man kann sagen, evolutionsbiologisch gesehen sind wir alle Holländer. Das ist nicht schön. Kommen wir noch mal kurz zurück zu den Medien. Was glauben Sie, ist nach Expertenmeinung das größte Umweltproblem in Deutschland? Irgendeine Idee? Die Überdüngung der Böden durch die Landwirtschaft. Riesengroßes Problem, dadurch werden die Ökosysteme am meisten geschädigt. Davon lesen Sie in den Medien fast nichts, weil das nicht spektakulär ist. Die Landwirtschaft ist der größte Umweltverschmutzer in Deutschland und das ist zum Beispiel auch mit ein Grund, weshalb die größte Artenvielfalt inzwischen nicht mehr in der freien Wildbahn vorherrscht, sondern in den Großstädten.
Während der Städter von der freien Natur träumt, zieht die freie Natur mit Zack und Pack in die Großstadt und fühlt sich dort pudelwohl. Da gibt's Nischen, Nahrung, Verstecke. Die Zugvögel bleiben sogar im Winter hier, weil es in den Großstädten wärmer ist. Die pfeifen auf den Migrationshintergrund. Ja. Die meisten Wildtiere sind perfekt in die Großstadt integriert. Ja. Hier in Köln hat man Raben beobachtet, die absichtlich Nüsse auf die Fahrbahn geworfen haben, damit die Autos drüber fahren und die knacken. Wirklich. In Düsseldorf soll sogar ein Krähenpärchen geben, das die Autos selber kurz schließt und dann drüber fährt. Unglaublich. Ja, der verwöhnte Städter jedoch ist der festen Überzeugung, dass das Leben in der Großstadt immer unfreier und ungesünder wird. Die Gudrun hat jetzt neulich so eine Bürgerinitiative gegen Elektrosmog gegründet, weil die Telekom bei ihr um die Ecke so einen Mobilfunkmast aufgestellt hat. Da haben über 1000 Leute unterschrieben, die angeblich seitdem unter Kopfschmerzen und Übelkeit leiden. Und als die Gudrun diesem Telekom-Sprecher das Protestschreiben dann in die Hand gedrückt hat, meinte der: Und wie schlimm muss es erst werden, wenn wir nächste Woche den Mast auch noch in Betrieb nehmen? In Wirklichkeit regen wir uns nicht deswegen auf, weil irgendwas gefährlich ist, sondern wir denken, irgendwas ist gefährlich, weil wir uns aufregen. Und weil die Medien es erkannt haben, verplempern wir unsere Zeit mit Scheindebatten und Pseudoproblemen. Gut, ich bin natürlich froh, dass wir in Deutschland Pressefreiheit haben. Das war in der DDR vollkommen anders. Auf der anderen Seite konnten die Westfernsehen gucken, ohne dass dreimal im Jahr die GZ geklingelt hat. Ja, und die neuen Medien haben das Thema Pressefreiheit auf eine vollkommen neue Ebene gehoben. Ja, Stichwort WikiLeaks. Hey, was da rausgekommen ist. Top-Secret-Meldungen. Dass Guido Westerwelle ein eitler Gockel ist. Ha! Wer hätte das gedacht? Oder wie meine Oma immer gesagt hat, auch ein Furz, den du unter Wasser lässt, kommt irgendwann an die Oberfläche. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, weshalb die Geschichte der Freiheit in den letzten paar Jahrzehnten schon auch eine ziemliche Erfolgsstory ist. Vor 100 Jahren gab es weltweit gerade mal 30, 35 Demokratien. Heute wird in 120 Ländern der Erde gewählt. Gut, da sind natürlich auch Länder drunter, die eine Wahl eine vollkommen andere Bedeutung hat. Ja, Zimbabwe, Uganda, Italien. Ja. Aber es geht aufwärts, selbst im muslimischen Raum. Ja, bei der letzten jetzt Parlamentswahl in Ägypten zum Beispiel, haben Sie vielleicht mitgekriegt, die hatten eine sensationelle Wahlbeteiligung. Da kamen Regierung und Opposition gemeinsam auf 118%. Genau genommen ist ja Demokratie eigentlich keine Regierungsform, sondern ein Verfahren zur Eindämmung von Macht. Warum ist klar? Wir können die Typen einfach abwählen. Und das ist wichtig, denn Politiker sind so ähnlich wie Windeln. Man sollte sie ab und an mal wechseln, und zwar aus dem gleichen Grund. Da bekommt der Begriff, der klebt an seinem Stuhl, eine ganz konkrete Bedeutung. Aber genau das ist ja das eigentliche Problem bei unserer deutschen Demokratie. Wir können die Typen ja nicht wirklich abwählen. Egal, was wir machen. Seit 20 Jahren eiern immer wieder dieselben Gestalten durch den Bundestag. Wer hat die eigentlich gewählt? Wussten Sie das? Die Hälfte aller Bundestagsabgeordneten sind in ihrem eigenen Wahlkreis durchgefallen, aber sitzen trotzdem drin. Das Ganze heißt Verhältniswahlrecht und ist schwerer zu verstehen als das Tarifsystem der Deutschen Bahn. In England oder in Amerika ist das Ganze wesentlich transparenter. Da haben wir das Mehrheitswahlrecht. Ganz einfach. Wer seinen Wahlkreis verliert, ist weg vom Fenster. Hat natürlich auch Nachteile. Angenommen, drei Kinder wollen immer Verstecken spielen und zwei Kinder immer fangen. Ist es dann gerecht, immer Verstecken zu spielen? Das ist Mehrheitswahlrecht. Die Mehrheit setzt sich durch. Im Verhältniswahlrecht diskutieren die fünf Kinder den ganzen Tag lang, ohne überhaupt was zu spielen. Genau deswegen sind wir auch alle so politikverdrossen, weil nichts vorangeht. Ja, bei der letzten Europawahl haben genauso wenige Bundesbürger abgestimmt wie beim Finale von Big Brother. Ja? Wahrscheinlich, weil die Kandidaten auch ähnlich charismatisch waren. Und diejenigen, die sich jedes Jahr aufs Neue zur Wahl schleppen, nehmen die Sache ja auch nicht mehr besonders ernst. Bei der letzten Bundestagswahl habe ich gehört, wie einer aus der Nachbarkabine gerufen hat: Sag mal einer, stopp!
Nein, wir brauchen mehr Mitbestimmung, direkte Demokratie, Volksabstimmungen. Wurde jetzt ja auch heiß diskutiert während Stuttgart 21. Ja? Wobei das auch wieder typisch deutsch war, oder? Eine Hysterie wurde da verbreitet. Es ging um einen Bahnhof. Waren Sie in den letzten paar Monaten in Stuttgart? Was da los war? Bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Die einen haben dafür demonstriert, den Bahnhof oben zu lassen. Die anderen sagen, legt ihn tiefer. Wer Stuttgart kennt, der weiß, legt Stuttgart tiefer, lasst den Bahnhof oben, verdammt nochmal. Es ist... Wobei ja Volksabstimmungen keine blöde Idee sind. In der Schweiz zum Beispiel läuft das toll. Ja? Der typische Deutsche sagt, da dürfen ja auch die Dumpfbacken wählen. Na und? Gibt es ein sehr schönes Experiment. Vor etwa 100 Jahren hat der Wissenschaftler Sir Francis Galton auf einer Viehauktion 800 Menschen gebeten, das Gewicht eines Ochsen zu schätzen. Ja? Die mussten sich das alle, dieses Tier angucken, durften alle ihren Tipp abgeben. Und dann wurde aus diesen 800 Tipps der Durchschnittswert ermittelt. Und dieser Wert entsprach bis auf wenige Gramm dem exakten Gewicht des Tieres. Genauso funktioniert eine gute Demokratie. Im Schnitt ist die große Masse vielleicht nicht sonderlich intelligent. Was sie aber auf jeden Fall erkennt, sind die Ochsen. Ja, erfunden wurde die Demokratie, das wissen Sie natürlich, vor etwa 2500 Jahren im alten Griechenland. Damals war Griechenland noch eine Hochkultur. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und auch was ganz interessant ist, Griechenland wurde demokratisiert, ohne dass die USA einmarschieren mussten. Ja, das ist heute faktisch nicht mehr möglich. Ja, gut, auch im alten Griechenland war nicht alles in Butter. Sokrates, der berühmteste Grieche nach Otto Rehhagel, wurde von seinem eigenen Volk in einer freien Wahl zum Tode verurteilt. Im Wesentlichen, weil er den Athenern mit seinem Gelaber auf den Geist gegangen ist. Und das zeigt, die bloße Tatsache, dass der Wille des Volkes in einer freien Wahl zum Tragen kommt, heißt nicht sehr viel. Demokratie bedeutet lediglich, dass 10 Füchse und ein Hase darüber abstimmen können, was es zum Abendessen gibt. Freiheit dagegen bedeutet, wenn der Hase mit einer Schrotflinte die Wahl anfechten kann. Das eigentliche Element unserer abendländischen Kultur ist also folglich nicht unbedingt die Mitbestimmung, sondern die Selbstbestimmung. Die Idee, dass jeder Mensch ein individuelles Wesen darstellt, das sich vollkommen frei entfalten darf. Der Philosoph John Locke nannte diese Idee Self-Ownership, das Eigentum an mir selbst. Und davon profitieren wir alle, ich vielleicht mit am meisten. Ich kann hier auf der Bühne, ich kann hier alles machen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass einige von Ihnen den Saal verlassen. Was schlecht möglich ist, weil wir die Türen abgeschlossen haben. Und diese Idee des Self-Ownerships, die ist noch gar nicht so alt. Die ist vor etwa 200 Jahren in der Aufklärung entstanden. Oder 300 Jahren. Du darfst alles tun, was andere als vollkommen idiotisch ansehen, solange du damit keinen schädigst. Das war der Kerngedanke. Oder wie es Kant, ein bisschen intellektueller formuliert hat, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, auch dann, wenn du keinen hast. Self-Ownership. Und deswegen sind wir in unserer Gesellschaft ja auch alle so versessen darauf, individuell und einzigartig zu sein. Das fängt schon bei der Wahl der Vornamen an. Warum nur nennen Eltern ihre Kinder Malcolm Fabrice, Leonie Chantal oder Jimmy Blue? Kann dann nicht der internationale Gerichtshof was dagegen machen? Da müssen doch Blauhelme ins Taufbecken. Jimmy Blue klingt wie ein Schimmelkäse. Den absoluten Vogel der Individualität allerdings schießen Friseurläden ab. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Unsere Innenstädte sind zugepflastert mit Wortkreationen wie Scherereien, vier Haareszeiten, Matahari, Harakiri oder Air Force One. Früher hießen Friseursalons einfach nur Friseursalons. Drinnen stand ein dicklicher, älterer Herr mit der blauen Schürze. Der hieß dann Herr Müller oder Herr Wohlfahrt.
Heute tragen Friseure Intimpiercings, Tattoos und kommen ähnlich wie brasilianische Fußballer ohne Nachnamen zur Welt. Hallo, ich bin Pascal, wie soll ich es dir machen? Ja. Schneidet man erstmal nur die Haare. Ja. Jeder will individuell und einzigartig sein. So haben sich das die Väter der Aufklärung nicht vorgestellt. Und diese Individualität, die hat natürlich auch ihren Preis. Ja, pro Jahr investieren wir Deutschen 9 Milliarden Euro in Lebenshilfe, Sinnsuche und Selbstverwirklichung. Simplify your life. Befreie dich von Gerümpel, habe ich neulich gelesen. Und das in einer Welt, in der man fürs Finanzamt die Tankwidmungen 10 Jahre aufheben muss. Auch im Fernsehen nur Lebenshilfe. Da werden Restaurants gerettet, Wohnungen umdekoriert, Kinder erzogen. Du, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Tütensuppe aufreißen soll. Ja, guck doch mal bei RTL 2 rein. Die haben dafür extra so einen Coach. Und je sinnloser die Tätigkeiten, umso sinnvollere Begriffe findet man dafür. Müde sein heißt Burnout. Rumlatschen heißt pilgern, nichts tun heißt Wellness. Selbst mein Nachbar macht diesen Quatsch mit. Früher war er einfach nur stinkfaul, heute sagt er, du, ich bin ein trockener Workaholic. In Wirklichkeit ist dieser Drang zur Individualität ein Indiz für eine fundamentale Orientierungslosigkeit. Aber wir Menschen, wir brauchen Orientierung. Zu viel Freiheit macht uns Angst, macht uns nervös. Was wahrscheinlich ein bisschen mit dem Niedergang des Glaubens zu tun hat. Deutschland ist inzwischen ein Volk von Atheisten. 54% der Deutschen halten Gott für einen tschechischen Schlagersänger. Gut, wobei bei genauerer Betrachtung das Christentum schon auch eine ziemliche Schnapsidee ist. In der Bibel steht, Gott erschuf die Welt in 6 Tagen. Das Licht allerdings hat er erst am 4. Tag erschaffen. Das heißt, er hat 3 Tage lang im Dunkeln gearbeitet. Also die erste Form von Schwarzarbeit, kann man sagen. Und in dieser Phase hat er Regionen wie Ostwestfalen oder Niederbayern erschaffen. Physiker dagegen haben errechnet, dass bereits 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall, der sogenannten Planck-Zeit, alle Naturgesetze auf immer und ewig feststanden. Das heißt also, falls es wirklich ein Schöpfer war, der alles erschaffen hat, dann hat er direkt nach dem Urknall seinen Laden dicht gemacht und ist nach Hause gegangen. Und weil sich das immer mehr rumspricht, flüchten sich die Menschen in Ersatzreligionen. Fußball, eine Bewegung, die ganz klar religiöse Züge hat. Gut, es kommt nur von den alten Germanen, die hatten sogar einen Fußballgott. Thor hieß der. Naja, Fußball und Religion haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Wenn der Heiligen Messe, im Fußball auch Spiel genannt, stärkt man das Gemeinschaftsgefühl durch das Absingen von Liedern. Ja, in der Kirche, großer Gott, wir loben dich. Auf dem Platz, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. In der Bibel heißt es, und er scharte 12 Apostel um sich. Im Kicker, 11 Freunde soll der sein. In Argentinien gibt es sogar einen Heiligen, der die Hand Gottes genannt wird. Und er ist sogar im Neuen Testament erwähnt. Selig sind die im Geiste Armen. Lothar Matthäus 5,32, lese nach. Und selbst wenn das alles stimmt mit dem Paradies und der Verdammnis, kann ja sein, sollte man sich die Sache mal ein bisschen genauer angucken. Der biblische Himmel gilt ja traditionell als Ort der ewigen Freiheit und die Hölle als das genaue Gegenteil, ewige Unfreiheit. Aber was ist wirklich besser? Was ist angenehmer? Betrachten wir das Ganze mal aus physikalischer Sicht. In der Offenbarung heißt es, die Furchtsamen und Ungläubigen sollen ihren Platz in dem See finden, der von Feuer und Schwefel brennet. Damit ist die Hölle gemeint. Ein See aus Feuer und Schwefel. Das heißt, in der Hölle ist Schwefel flüssig und das bedeutet die Höllentemperatur, T Hölle,
ist auf jeden Fall kleiner als 444 Grad Celsius. Denn oberhalb dieser Temperatur geht Schwefel in die Gasphase über. Über die Atmosphäre des Himmels gibt Jesaja Auskunft: Das Licht des Himmels wird siebenmal stärker sein als das Licht von sieben Tagen. Damit kann man arbeiten. Physikalisch gesehen bedeutet das nichts anderes, als dass der Himmel siebenmal so viel Energie in Form von Strahlung von der Sonne bekommt, als die Erde von der Sonne. 7 mal 7, 49, der Physiker rundet locker auf 50 auf. Das heißt, der Himmel bekommt 50 mal mehr Strahlung als die Erde. Strahlungsleistung Himmel gleich 50 mal Strahlungsleistung Erde. Der Zusammenhang zwischen Strahlungsleistung und Temperatur ist definiert durch... Freunde, wir können das hier auch nach Buch machen, ja? Durch das Stefan-Boltzmannsche Strahlungsgesetz. Strahlungsleistung proportional zu T hoch 4, Temperatur zur vierten Potenz. Eingesetzt bedeutet das... Himmelstemperatur hoch 4 gleich 50 mal Erdtemperatur hoch 4. Wir lösen nach der Himmelstemperatur auf, ersetzen die Erdtemperatur mit etwa 300 Kelvin, also 20 Grad Celsius, ziehen daraus die vierte Wurzel und erhalten für die Himmelstemperatur gleich 525 Grad Celsius. Und das bedeutet, im Himmel ist es heißer als in der Hölle. Warum habe ich diese Rechnung durchgeführt? Ich habe keine Ahnung. Nein, natürlich, weil sie lustig ist. Auf der anderen Seite hat sie schon auch eine etwas ernsthaftere Komponente, denn wir können es uns heutzutage auf einer Bühne leisten, Witze über Religionen zu machen. Das ist noch gar nicht so lange möglich. Vor etwa 30 Jahren haben meine Kollegen Bruno Jonas und Sigi Zimmerschied in Passau ein religionskritisches Programm aufgeführt und sind daraufhin auch wegen Gotteslästerung angeklagt worden. Vor 30 Jahren. Heute können sie auf der Bühne alles machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Moment. Das wird... ja, so, Moment. So. Wer von Ihnen schreibt Mohammed drunter? Im Endeffekt kann uns ja nichts mehr passieren. Ja? Bin Laden ist tot. Ja? Wobei, man weiß es ja nicht so genau. Es gibt ja keine offiziellen Fotos von ihm, weil die Amerikaner gesagt haben, um es jetzt mal österreichisch auszudrücken, es ist keine schöne Leiche. Ja? Ihm wurde ins Gesicht geschossen, das kann man nicht zeigen. Und deswegen haben die den keine 24 Stunden später, haben die den See bestattet. Das ist ja schon zum zweiten Mal untergetaucht. Aber er hat 10 Jahre lang die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Seit dem 11. September 2001 zittert der aufgeklärte Westen vor der muslimischen Welt. Und seitdem versucht man, fanatische Attentäter mit noch fanatischeren Sicherheitskontrollen zu bekämpfen. Seit 10, 11 Jahren müssen wir vor jedem Flug tonnenweise Zahnpastatuben abgeben, weil amerikanische Geheimdienste herausgefunden haben, dass man mit Aronal und Elmex Flugzeuge in die Luft sprengen kann. Wie das gehen soll, weiß noch nicht mal MacGyver. Wie sehr darf ich die Freiheit einschränken, um sie zu verteidigen? Das ist eine der großen zentralen Fragen unserer westlichen Gesellschaft. Ich finde, wir sollten uns da ein bisschen an den Israelis ein Beispiel nehmen. Die verlassen sich nicht auf irgendwelche hirnlosen Röntgenscanner, sondern die stellen geschulte Psychologen an die Fluggates. Und wenn denen dann ein Fluggast verdächtig vorkommt, dann sprechen die den an. Was haben sie an ihrem Zielort vor? Erwartet sie da jemand? Freunde, Verwandte, Jungfrauen? Fangfrage. Ja, und außerdem könnten die Muslime selber auch ein bisschen dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. Ich sag mal, so ein Sprengstoffanschlag in die Punktesammelstelle von Flensburg. Ja, und selbst der konservativste Deutsche wäre der Meinung, ach, so schlimm ist der Mullah doch gar nicht, oder?
Wobei, man muss natürlich dazu sagen, dass der Islam ja per se nichts mit dem Terrorismus zu tun hat. Ja, kann er ja auch gar nicht, weil der Islam ist eine Religion des Friedens. Steht auch hier im Koran drin. Ich habe hier mal eine Reklamausgabe dabei. Ja, wenn Sie mal durchblättern, zum Beispiel Sure 9. Tötet die Heiden, wo immer ihr sie finden könnt, greift sie um... Schlechtes Beispiel. Sure 47, bisschen besser. Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen an... Gut, das ist natürlich jetzt alles vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, ganz klar. Ja. Aber solche Widersprüche werden einfach verdrängt. Gerade hier im aufgeklärten Westen. Sobald irgendwo eine Lurchart gefährdet ist oder ein Juchtenkäfer, kann man es nicht erwarten, eine Bürgerinitiative zu gründen. Aber wenn dänische Karikaturisten mit dem Tode bedroht werden, wenn es wirklich um die Verteidigung unserer westlichen Freiheitswerte geht, duckt man sich weg und faselt was von Respekt gegenüber anderen Kulturen. Der Schäuble hat damals gesagt, die Karikaturen sind geschmacklos und unlustig. Der Stoiber wollte sogar den Gotteslästerungsparagrafen wieder einführen. Selbst der Papst hat sich zu Wort gemeldet. Josef Ratzinger oder J.R., wie ich ihn nenne. Meine Güte, du. Der moderne intellektuelle Papst, was hat er gesagt? Meinungsfreiheit, hat er gesagt. Meinungsfreiheit darf keinesfalls so weit gehen, dass religiöse Gefühle verletzt werden. Aber sicher doch. Es gibt kein Recht auf die Respektierung religiöser Gefühle. Das, was es zu respektieren gilt, ist die Religionsfreiheit. Aber Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und deswegen ist überhaupt nicht die Frage, ob diese Mohammed-Karikaturen lustig waren oder geschmackvoll oder ob sich irgendjemand dadurch beleidigt fühlen könnte. Ich als Katzenliebhaber finde Garfield-Comics auch nicht lustig. Aber ich käme noch nie auf die Idee, einen Laden mit Garfield-Comics abzufackeln. Gut, außer die haben noch Diddlemäuse, dann ist... Schluss mit Toleranz. Ja? Und diese Narrenfreiheit, die sollten wir uns alle viel mehr zugestehen. Ja, dieses politisch Korrekte, das steckt in uns Deutschen drin. Ja, in Berlin zum Beispiel gibt es einen Senatsbeschluss, nachdem neue Straßen nur nach weiblichen Personen benannt werden dürfen, damit sich die Frauen nicht diskriminiert fühlen. Wirklich. Man fragt sich, was machen die bei Sackgassen? Ja? In Tiefgaragen haben Frauen inzwischen sogar eigene Parkplätze, damit männliche Lustmörder nicht so planlos durch die Gegend irren müssen. Ja? In einer Informationsbroschüre des Lehrerverbandes Hessen finden Sie wörtlich den Satz: Besteht ein Personalrat aus einer Person, erübrigt sich die Trennung nach Geschlechtern. Ja? Wo Sie hingucken, nur Bürokratie. Auch wir Künstler haben damit zu kämpfen. Wenn Sie zum Beispiel beim Finanzamt angeben, dass Sie Ihr Geld als Illusionist verdienen, dann müssen Sie 7% Umsatzsteuer abführen. Geben Sie dagegen an, Sie sind Zauberer, 19%. Ist wirklich wahr, ich habe da mal nachgefragt, haben die mir erklärt, wissen Sie, Herr Ebert, Illusionisten sind diese Typen, die auf der Bühne Jungfrauen verschwinden lassen. Und das ist unserer Auffassung nach eine künstlerische Tätigkeit, also reduzierter Steuersatz 7%. Zauberer dagegen lassen die Jungfrau nicht verschwinden, sondern sie zersägen sie, und das ist ganz klar eine handwerkliche Tätigkeit. Man hat so ein bisschen das Gefühl, weil der Staat bei den großen Dingen nur in kleinen Schritten vorankommt, macht er eben dem Bürger bei den kleinen Dingen große Probleme. Dann gleicht sich das wieder aus. Mehrwertsteuersätze oder nehmen Sie mal diesen bizarren Nichtraucherschutz. Da pfercht man auf Bahnhöfen unschuldige Raucher in aufgemalte Quadrate, um zu verhindern, dass sich die Giftstoffe mit der Umgebungsluft vermischen. Ungefähr so sinnvoll wie ein Schwimmbecken in Pinkler und Nichtpinkler zu unterteilen. Noch geiler sind ja auf Flughäfen diese Raucherterrarien, diese Glaskästen, wo man den Homo Marlboro in seinem natürlichen Habitat beobachten kann. So, und deswegen möchte ich jetzt, kurz vor Ende des ersten Teils, meinen Beitrag zum Freiheitskämpfer abliefern und mir hier gegen das Gesetz, hier in diesem Raum, eine anstecken.
Gut, wir haben das natürlich hier beim Ordnungsamt angemeldet und die haben gesagt, Herr Ebert, Sie können auf der Bühne, Sie können in diesem Raum, Sie können hier rauchen, das ist überhaupt kein Problem, solange Sie eine Raucherzone haben. Und da bin ich vorbereitet. Ich möchte jetzt an der Stelle so eine kleine Raucherzone hier aufbauen. So. So, halten Sie da mal. Halten Sie mal die Freiheit hoch. So. Wobei ja mein Anwalt gesagt hat, das mit der Raucherzone ist im Grunde genommen Quatsch. Wenn du auf der Bühne rauchen willst, hat er gemeint, dann ist das ganz klar künstlerische Freiheit. Er hat sogar gemeint, wenn es der künstlerischen Freiheit dient, könnte ich mir sogar live hier im Raum einen Schuss setzen. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, bei Heroin sind mir die Fixkosten zu hoch. So. So, jetzt kommt die Drogennummer. Ich weiß, Drogen führen zu keinem Ziel, aber die Fahrt dorthin kann landschaftlich sehr reizvoll sein. Ja. Kennst du übrigens meinen Lieblingsdrogenwitz? Was sagen zwei Techno-DJs, denen die Pillen ausgegangen sind? Mach doch mal die blöde Musik aus. Und wissen, was das Lustige ist? Dass ich nicht Raucher bin. Aber ich habe die Freiheit zu rauchen. Der Raucher tut sich mit der Freiheit zu verzichten schon ein bisschen schwerer. Ich meine, ist ja schon interessant. Raucher argumentieren ja immer, ich möchte die Freiheit haben zu rauchen. Was eigentlich absurd ist, denn Sucht ist das genaue Gegenteil von Freiheit. Jedes Suchtmittel blockiert in unserem Gehirn die sogenannten Opiatrezeptoren und dadurch wird das körpereigene Belohnungssystem, die Endorphinausschüttung, herabgesetzt. Und zwar, und das ist das Fiese an der Sache, dauerhaft und irreversibel. Selbst wenn der Süchtige sein Suchtmittel irgendwann mal absetzt, bleibt sein Belohnungssystem hier oben für immer und ewig gestört. Das ist der Grund, weshalb auch Menschen nach 20 Jahren wieder rückfällig werden können. Und deswegen sind zum Beispiel auch diese ganzen Aufklärungskampagnen der Bundesregierung Quatsch, in denen den Rauchern immer wieder gesagt wird, dass Rauchen so ungesund ist. Denn unser Gehirn fragt sich permanent, was bekomme ich dafür, wenn ich mich ändere? Und wenn sie darauf keine gute Antwort haben, passiert überhaupt nichts. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich seit 5 Jahren ab morgen früh joggen gehe. Gut, ich meine, ein paar Vorteile hat das Rauchen natürlich schon auch. Ja. Ein Bekannter von mir hat jetzt durchs Rauchen dauerhaft 15 Kilo abgenommen. So viel wog das Bein. Wissen Sie, warum junge Menschen anfangen zu rauchen? Ziemlich gut untersucht. Wegen dem Nachahmungseffekt. Man hat nämlich herausgefunden, dass sich unter Rauchern signifikant oft Menschen mit einer rebellischen, unangepassten, freiheitsliebenden Persönlichkeit befinden. Der sogenannten Raucherpersönlichkeit. Viel mehr als bei Nichtrauchern. Und das ist das Problem. Jugendliche sehen coole, freiheitsliebende, unangepasste Typen, die rauchen und denken, hey, die sind cool, weil sie rauchen. In Wirklichkeit ist aber Rauchen nicht der Grund für Coolness, sondern einfach nur eine Begleiterscheinung. Wenn also die Bundesregierung wirklich was gegen den blauen Dunst machen wollte, dann müsste sie eigentlich versuchen, Rauchen uncool zu machen, indem sie zum Beispiel besonders uncoole Politiker dazu bringen würde, öffentlich zu quarzen. Ja. Und spätestens, wenn Angela Merkel auf einem Marlboro fährt, in einem roten Hosenanzug ungelenkig in die Abendsonne reiten würde, würde es vielen Jugendlichen vergehen. Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Dankeschön. Danke. Hey. Vielen Dank. Tschüss.